Moin moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir uns anschauen, wie wir uns ein Microsoft-Konto erstellen können bzw. wie wir uns darüber eine neue E-Mail-Adresse erzeugen können. Dafür gehen wir einfach bei google.de, geben einfach mal ein als Suche Microsoft-Konto und dann haben wir hier oben auch schon gleich als ersten Treffer account.microsoft.com. Da klicken wir dann drauf, dann kommen wir auf die Kontoanmeldung. Da gehen wir einfach auf Stellen Sie ein Microsoft-Konto und darüber können wir dann sagen, eine neue E-Mail-Adresse anfordern. Das Microsoft-Konto kann ich grundsätzlich auch mit meiner schon bestehenden E-Mail-Adresse erstellen. Wir wollen das aber gleich verknüpfen damit, dass wir eine neue E-Mail-Adresse anfordern. So, dann geben wir eine Wunsch-E-Mail-Adresse ein, die wir auch hier nochmal abändern können, anstatt auf .de, auf .com oder auch auf hotmail.com abändern können. Wir nehmen jetzt einfach mal auto.com. Dann geben wir ein Kennwort ein, unser Geburtsdatum und dann geben wir noch den Sicherheitscode ein, den wir hier sehen. Mal sehen, ob der beim ersten Mal richtig ist. Ich glaube, das ist ein großes P. Gucken mal. Ja, war richtig. Und schon haben wir unser Microsoft-Konto erstellt mit einer neuen E-Mail-Adresse. Das heißt, wir sind jetzt erreichbar unter wirtestenheute@outlook.com zum Beispiel. Ihr könnt natürlich auch gerne eine andere E-Mail-Adresse nehmen, je nachdem, was ihr gerne wollt. Über das Microsoft-Konto kann ich dann hier meine Abonnements, zum Beispiel für das Microsoft 365 dann verwalten, den Support für meine Geräte verwalten und so weiter und so fort. Auch hier meine Familienfreigabe, die kann ich dann alle damit verwalten. Damit das Konto auch richtig gesichert ist, auch richtig geschützt ist, würde ich euch immer empfehlen, in puncto Sicherheit noch diese zweistufige Überprüfung zu aktivieren. Damit könnt ihr noch eine zweite E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer hinterlegen, falls euer Konto gehackt wird, damit dementsprechend ihr das wieder zurücksetzen könnt. Das wollen wir jetzt auch einmal kurz durchgehen. Genau, wir nehmen diese. Jetzt wird ein Code gesendet an die E-Mail-Adresse. Jetzt wollen wir mal gucken, wie schnell das Ganze geht. Da ist er auch schon. So, mal gucken. So. So, jetzt gehen wir hier die E-Mail-Adresse erneut ein. Sagen Code senden. Das ist der zweite Sicherheitscode. Der sollte jetzt eigentlich auch gleich kommen. Ich habe das Ganze hier nochmal mit offen. Das ist praktisch der erste Sicherheitscode. Ach nee, das ist schon der zweite Sicherheitscode. Sehr schön, den nehmen wir und den fügen wir dann einfach nur ein. So. Nein, danke. Und schon haben wir eine zweite E-Mail-Adresse, mit der wir das ganze Konto zurücksetzen können bzw. ein neues Passwort festlegen können. Das soll es auch schon dazu gewesen sein. Wenn irgendwelche Fragen sind oder ihr noch irgendwas anderes wissen wollt, dann schreibt es einfach gerne in die Kommentare. Für jegliches Feedback bin ich gern zu haben. Ansonsten Däumchen wären Träumchen. Ein Like könnt ihr immer gerne da lassen. Ansonsten natürlich auch ein Abo. Das soll es auch soweit gewesen sein. Bis demnächst.